Hallo Sportfreund, heute mal ein Blick in die Voliere. Hier in der Voliere sitzen jetzt die abgesetzten Sommerjungen. Ja, sie entwickeln sich hier in der frischen Luft richtig super, muss ich sagen. Hier sind natürlich auch schon die ersten Zuchtvögel mit drin, die jetzt hier trennt wohnen. Ja, wie ihr seht, ist es jetzt ein bisschen bunter geworden. Die Schimmel, da hinten ist noch so ein Check. Der kommt aus dem Pfingst Koisters. Ja, ihr könntet so ganz gut. Hier vorne eine wunderschöne Spitztäubin aus dem 101. Ja, so sieht es hier momentan aus. Hier ist noch die alte Täubin drinne, die ich hier von meinem Kumpel Schulenbrich bekommen habe. Und zwar noch eine direkte Schwester zum 103. Sie hat schon hervorragend vererbt. Ja, und sie ist mir letzte Woche über den Kopf erstmal abgehauen, hat hier ein paar Runden gedreht. Die ist von 17. Aber eine intelligente Taube muss es dann auch schaffen, wieder zurückzukommen. Und das hat sie geschafft. Nach anderthalb Stunden Ausflug stand sie dann wieder vor der Voliere und ich habe die Tür aufgemacht und die ist reinmarschiert. Ich würde sagen, Glück gehabt. Ja, so sieht es hier momentan aus. Wie ihr seht, sind sie sehr gesund. Die Hellgehämmerte da hinten ist jetzt mal eine aus der Gutantje-Täubin, mal im 5. Und die Schimmel sind eigentlich prächtig. Die sind ein bisschen scheuer, weil man hier natürlich nicht so oft reingeht. Aber das ändert sich dann nochmal. Ja, dieser Bunte da. Der Vater ist der Dunkelgehämmerte hier links und die Mutter ist der Blauspießtäubin. Also richtig hätte man so nicht erwarten können. Gucken wir nochmal nach oben. Hier ist jetzt ein Sitzregal, was wieder richtig toll geworden ist, sind die Tauben in der Mitte zu, der blaue außen 5 und der 21. Ja, das sind meine Sommerjungen. Werden wir sie mal richtig füttern. Ja, wie ist der Stand bei den anderen? Die anderen sind jetzt natürlich im Trainingsprogramm. Wir haben am 10. normalerweise planmäßig die erste Tour in der Kabine. Das Wetter wird es nicht zulassen, aber wir sind morgen noch mal unterwegs mit 4 Sportsfreunden. Die sind so auf 50 Kilometer eintrainiert, die Tauben. Ja, und das sollte dann auch soweit ausreichen. Ich werde euch da nachher auch noch mal einen kurzen Blick in den Jutjaschach zeigen. Ja, so sieht es hier momentan aus. Also ich bin hier mit diesem Sommerjungen richtig super zufrieden. Super Ausstrahlung und vor allem sehr gesund. Sie haben bereits die erste Impfung weg. Da schauen wir mal, dass es so bleibt. So, jetzt nochmal ein Blick zu den Jungtauben. Insgesamt waren es ja mal 32 Stück. Im Moment sind es hier unten, die jetzt an den Trainingflügen teilnehmen, noch 22. Habe allerdings noch 4 Verletzte am Flügel verletzt, auch so am Brustbein, die dies Jahr einfach nicht mehr gesetzt werden können. Das ist so, bin ich trotzdem noch mit zufrieden. Und es sind 6 Jungtauben vom Habich geholt worden hier am Haus. Ja, so ist es eben. Damit muss man leben. So, sie sind immer noch gut gesund. Die Impfung hat wohl ein bisschen was bewirkt. Was man noch dazu sagen muss, sie trainieren immer noch fleißig am Haus. Das ist eigentlich wichtig, etliche Trainingseinheiten.
kam auch schon weg. Wir werden morgen nochmal gemeinsam mit noch drei Sportfreunden einen Trainingsflug durchführen. Ja, und wenn der so sieht, ist natürlich super blank. Haben bis jetzt noch keine Schwinge geworden. Aber ich denke, dass es doch die nächste Zeit passieren wird. Ja, so stelle ich mir das eigentlich für so einen Hobby-Brieftauchsport vor. Zahme Tauben und vor allen Dingen gesunde Tauben. Ja, das soll bloß mal ein kurzer Einblick gewesen sein. Dann wünsche ich euch allen ein schönes, erfolgreiches Wochenende, falls ihr noch fliegt. Viele haben ja die Reise bereits abgebrochen. Auch meine RV. Ja, und dann viel Spaß mit der Familie. Ja, und viel Glück mit den Jungtauben. Und tschüss.